that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute schauen wir uns an, was es Neues gibt hier in Star Stable. Und wir gucken gleich mal auf Marlies Farm, denn da kann man neue Koppelrequisiten anschauen. Und ja, wie die aussehen, das sehen wir nun. Willkommen hier auf Marlies Farm. Hier können wir nun die Koppelrequisiten ändern und das werden wir uns direkt mal anschauen, denn die Tafel dazu ist hier so ganz an der Seite. Und wir schauen mal. Okay, wir können also den Koppelaufbau wählen zwischen A, B und C. So, A wäre also ganz normal die Hindernisse, da kann man ein bisschen trainieren. Dann gibt es noch B, das wären diese etwas flacheren Hindernisse. Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Hindernisse? Gibt es da spezielle Namen? Wenn ja, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ihr wisst ja, bei sowas, speziellen Namen und sowas, da weiß ich immer nicht so ganz Bescheid. Und es gibt natürlich auch noch C. Das ist eine Mischung aus beiden und tatsächlich glaube ich, dass ich C am schönsten finde. Oh, warte mal, da ist noch so ein Wagen. Ist der immer da? Nee, der Wagen ist nicht immer da. Den finde ich, also das finde ich tatsächlich am schönsten. Ich lasse es mal auf C, weil hier, da gibt es noch so einen Wagen. Und noch so ein paar kleine Wegen. Kann man da rüberspringen? Das könnte man tatsächlich... Ah nee, dann ist es weg, wenn man rausgeht. Schade, ich dachte, man könnte das noch so in sein Training mit einbauen, dass man hier irgendwie außerhalb noch so eine kleine Runde läuft und dass man dann über den kleinen Wagen springt, aber man muss es tatsächlich immer wieder neu einstellen dann. Schade. Na gut. Aber es ist so, wie es ist. Man kann es auf jeden Fall schön einstellen. Zack. Machen wir mal wieder auf C. Da ist er wieder. Da ist der Wagen oder auch die Wegen wieder. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, finde ich. Hier in Mulan könnt ihr auch noch die Winfels finden, die hier mit Gary Einzug gefunden haben und bis zum 2. März hier zu finden sind. Kosten nur 599 Starcoins, was ich einen sehr guten Preis finde tatsächlich. Und ich habe leider alle schon, deswegen kann ich da keins mehr kaufen. Aber wer die schön findet, wer ein Shire-Fan ist, so wie ich vielleicht, und noch nicht alle hat, der kann natürlich in der Zeit hier nochmal gucken, ob er das ein oder andere besorgen kann. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei, weil ich persönlich finde die echt sehr, sehr schön. Auch gerade die drei Farben hier sind echt meine Lieblingsfarben. Und ja, ich finde es toll und ich hoffe, euch gefallen die auch. Ja, nächste Woche glaube ich, dass die Welch Ponys überarbeitet werden und dass man da neue kaufen kann auf Südhof. Aber das lese ich nur aus den News heraus. Ich denke aber, das wird so sein, weil ich schon öfter gehört habe, dass die bald überarbeitet werden sollen. Und ich denke, nächste Woche wird es soweit sein. So, jetzt aber nochmal ganz unter uns, ne? Ich habe ja schon öfter mal meine Meinung gesagt zu den Updates. Ich finde es immer noch eine tolle Sache, dass Star Stable tatsächlich jede Woche ein Update macht. Ich muss aber auch sagen, dass die Updates immer kleiner werden. Was ja theoretisch eigentlich auch in Ordnung ist. Allerdings finde ich auch, mir würde tatsächlich einmal im Monat ein größeres Update reichen. Also es ist wirklich so. Ich fände es echt schöner, einmal im Monat ein großes Update zu haben. Wie jetzt hier zum Beispiel. Das wird alles gezogen, einfach nur auf einen Monat verteilt. Erste Woche wird Marlies Koppel überarbeitet. Dann in der nächsten Woche gibt es ein paar Rennen. Jetzt werden die Requisiten gestellt. Keine Ahnung, dann gab es vielleicht nochmal eine Quest dazu und dann sind 4 Wochen schon rum. Und das hätte man ja auch alles theoretisch in einen Monat packen können. Und dann hat man gleich alles komplett zusammen und kann das dann ganz in Ruhe alles machen. Fände ich irgendwie schöner, muss ich sagen. Aber das ist Geschmackssache. Ich meine, vielleicht sagt ihr auch, ich finde das eigentlich ganz toll, dass es so nach und nach kommt. So hat man jede Woche ein bisschen was zu tun. Ja, ist Geschmackssache, wie gesagt. Ich würde es einmal im Monat echt ausreichend finden, wenn dann so ein etwas größeres Update kommt. Wenn dann jetzt, wenn es jetzt geheißen hätte, Anfang Februar kommt das große Marley-Update. Da gibt es dann Quests, neue Rennen, ein ganz neues Aussehen. Und das kann man dann alles erleben. Fände ich persönlich echt ein bisschen schöner. Ich weiß nicht. Aber jeder hat da seine Meinung. Das ist auch völlig okay. Eure Meinung dazu sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu.
Und damit würde ich nun aber auch sagen, für heute war es das erstmal, weil es war halt auch nur ein kleines Update. Und man kann bei diesem Update nicht wirklich viel machen, außer halt selber ein bisschen trainieren. Das war es halt schon, ne? Tja. Deswegen werden auch die News immer ein bisschen kleiner. Und ich glaube, ich habe zwischendurch auch immer mal ein paar News ausgelassen, weil es einfach nichts Tolles zu berichten gibt, so. Ne, ob jetzt hier die Körperrequisiten kommen oder nicht, ist jetzt echt nicht so spannend, finde ich. Da wäre das wirklich für mich persönlich einmal im Monat schöner, ne? Wenn ich dann alles komplett zeigen könnte und man das auch alles gleich ausprobieren könnte. Aber wenn das so nach und nach kommt, ist es irgendwie viel unspektakulärer, als wenn es alles zusammen wäre. Naja. Egal. Ich meine, wie gesagt, es ist schön, dass es trotzdem immer noch Updates gibt. Das ist die Hauptsache auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, es gibt gleich noch einen Stream auf Twitch, wenn ihr Lust habt, ne? So, Genshin Impact, hätte ich Lust zu. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf die Quest mit Layla auch schon. Und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.